Sehen, das ist schon ein symbolischer Akt, meine Damen und Herren. Einen schönen guten Tag, dass ich den Computer ein bisschen nach vorne schiebe und ein dickes Manuskript zu mir. Ich bin seit fast 30 Jahren Journalist und ich habe begonnen mit Computer. Der Computer ist mein Buch. Es gibt Leute, die sind in die intellektuelle Tätigkeit gekommen, weil sie Bücher lieben. Ich bin gelernter Buchhändler. Ich habe Bücher auch gerne gehabt. Aber geliebt habe ich die ersten Computer, die ich Anfang der 80er Jahre kennengelernt habe. Und das hat etwas sehr Magisches gehabt. Ich dachte mir immer, diese Maschinen waren für meine Generation, ich bin 1962 geboren, ja immer auch der Mythos des Wissens und des Aufstiegs und der Möglichkeiten. Und das sind sie auch geblieben für mich. Das ist eine manchmal ein bisschen romantische Vorstellung, aber ich glaube, dass man über Personal Computer schon in einigen Jahrzehnten so reden wird wie über dicke Folianten heute. Und man sollte beide schätzen als Instrument der Bildung und des Wissens. Ich bin zu Ihnen gekommen mit gemischten Gefühlen, um ganz offen zu sein, denn eine der Aufgaben, die ich für heute gekriegt habe, war, über Regeln, auch über Regulierungen zu reden und nicht nur über die Frage, ist denn die digitale Transformation eine Revolution oder eine Evolution und wo, das ist ein Bestandteil des Titels meines Vortrags heute, wo bleibt die Hoffnung? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also was lässt uns sozusagen ticken, damit wir uns darüber freuen, dass es diese Maschinen überhaupt gibt? Oder ist alles nur trostlos und ist die Zukunft so unüberschaubar, dass wir uns im Grunde genommen heute schon den Strick nehmen können? Ich bin so alt, dass ich mich daran erinnern kann, und sehr gut daran erinnern kann, wie die New Economy ausgebrochen ist. Und das war ja, wenn wir ganz ehrlich sind, vieles, aber eines vor allen Dingen auch, das wachsende Bewusstsein, dass das Internet, das Netzwerk mehr ist als eine Tagesfliege und tatsächlich etwas ist, was dauerhaft sich etablieren wird. Und damals gab es eine sehr oft zitierte chinesische Weisheit, mit der ich heute auch einsteigen möchte. Sie lautet, mögest du in interessanten Zeiten leben, eine chinesische Weisheit, die allerdings zur Kategorie der Verwünschungen gehört. Also wenn man das in China jemandem sagt, dann sagt man im Grunde genommen damit, sieh mal, wie du zurechtkommst, mein Lieber, mit all diesen Unwägbarkeiten, die auf dich zukommen. Das sind typische Anzeichen dessen, worüber wir heute reden, der Transformation. Eine Transformation, von der Sie schon im Vorhinein wissen, wohin sie geht, ist keine. Eine planbare Transformation ist keine Transformation. Veränderung hat elementar ein hohes Maß an unbekanntem, neuen, innovativen, noch zu sichtenden in sich. Und das ist eine der grundlegenden Dinge, über die ich heute reden möchte. So wie alles, worüber ich heute mit Ihnen reden möchte, grundlegend ist, fundamental, fast radikal im Sinne der Wurzel, der Radix, die runterreicht, die man sich mal ansehen muss, warum tun wir eigentlich, was wir tun. Wo Neues kommt und sichtbar wird, herrscht erstmal immer ein bisschen Begeisterung und Ratlosigkeit. Viele finden allerdings in Zeiten, in denen der Wohlstand verbreitet ist, jede Erneuerung als Zumutung. Und das kann man auch an der Entwicklung des schönen alten deutschen Wortes Fortschritt erkennen. Wenn Sie heute Fortschritt sagen, gucken die meisten Leute ein wenig besorgt. Das ist eine kulturelle Veränderung, eine Transformation des Begriffs. Das war lange Jahre das Erstrebenswerteste überhaupt. Heute ist der Begriff Fortschritt einer, der skeptisch macht und zweifeln lässt. Ich bin nicht sicher, ob das im aufgeklärten Sinne zweifeln lässt. Manchmal ist es einfach Angst, die dahinter steckt. Und die hat mit der Aufklärung ja wenig zu tun. Das Nächste, was dann passiert ist, wenn solche Dinge eintreten, ist, dass die Leute nach Regeln rufen, nach Regulierungen, nach Gesetzen, nach Bestimmungen, manchmal auch nach Verboten. Und sie alle sind aber, und das müssen wir uns klar machen, gerade im Zeitalter, in dem wir heute sind, nichts anderes als notdürftige Konstruktionen, meine Damen und Herren. Notdürftige Konstruktionen, die vor allen Dingen eines beweisen, uns ist nichts Besseres eingefallen. Regulierungen und Regeln haben alles und immer den Charakter des Status quo bewahrenden. Sie können ja nur als Momentaufnahme erstellt werden. Und wenn wir sozusagen in eine Zeit gehen, in der Komplexität und Vielfalt sich viel schneller abwechselt,
müssen wir völlig anders über Regeln nachdenken, als wir das bisher getan haben. Wir denken nicht mehr in Jahrzehnten, wir denken nicht mehr in Ehren, in langen Epochen, in Planbarkeiten. Wir denken in relativ kurzen Abschnitten und wir haben damit keine Erfahrung. Der Beweis dafür ist, dass viele vor der Komplexität der Herausforderung schlicht und ergreifend kapitulieren. Das ist im Großen und Ganzen der Zustand, der gesellschaftliche Zustand der Institutionen, der Parteien, aber auch des Einzelnen im wohlständigen Westen. Ja, das ist vielfach eine Kapitulation vor den Gegebenheiten und sie nützt, wie Sie wissen, vor allen Dingen Populisten und es nützt vor allen Dingen Weltvereinfachern, die erzählen, sie könnten trotzdem etwas machen, obwohl offensichtlich ist, dass die Welt komplizierter ist, als man sich das auf dem Plan ausmalen kann. Es gilt das Wort von Lampedusa: Es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Das ist die Grundregel. Es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Und das gilt ganz besonders für unseren Wohlstand, der, auch wenn wir ihn manchmal ein bisschen kleinreden, die Grundlage aller Entscheidungen ist, die wir treffen können. Der Entscheidung, mehr Bildung zu haben, der Entscheidung, wie wir eine Gesellschaft ausbauen, wie solidarisch wir sind, wie Teilhabe funktioniert. Wohlstand, materielle Grundlage, ist die Basis für alles. Das ist das Fundament. Da haben wir, glaube ich, nicht die geringste Alternative, wenn nicht jemandem einfällt, dass Manna vom Himmel fällt. Wenn es soweit ist, bitte lassen Sie mich das wissen. Ich glaube also nicht vorweg, dass sich die Transformation regeln und regulieren lässt. Fortschritt ist Entwicklung und Entwicklung ist Evolution. Die digitale Transformation ist bereits Realität und es wäre gut, wenn wir eine grundlegende Position zu ihr entwickeln würden, die jenseits der Verbote und Reglements stattfindet, wie auch der zweckoptimistischen Schönrederei und Übertreibung, die auch ein Thema sein wird heute bei mir. Radikalität dient hier einem einzigen Zweck, der Vernunft, dem sich klar machen und klar werden darüber, was ist. Was ist Digitalisierung? Stimmt, wir hören jeden Tag davon tonnenweise in allen Medien. Jeder redet darüber, jeder behauptet die Unvermeidlichkeit der digitalen Transformation. Aber wie dürfen wir das grundsätzlich einordnen? Ist es zunächst einmal eine Revolution oder eine Evolution? Ja. Marx hätte wahrscheinlich geantwortet, kommt auf die Interessen an. Um Regeln zu machen, ist es natürlich, wenn sage ich das immer besser, wenn man eine Revolution machen kann. Das wissen Medien- und Marketingleute und Politiker ganz genau. Revolutionen verkaufen besser. Warum ist das so? Die möglicherweise etwas unerwartete Antwort lautet, weil Revolutionen konsequent weitergedacht einen erhöhten Verwaltungsaufwand mit sich bringen. Die Bewirtschaftung von Revolutionen ist für Bürokraten eine wunderbare Sache. Weil in unserer Welt, und das gilt ja nicht nur für Ämter, meine Damen und Herren, sondern längst für den Alltag, die Bürokratisierung, die Routinetätigkeit eine zentrale Rolle spielt, sind die meisten Leute eindeutig für Revolutionen. Mehr Gesetze, mehr Regeln, mehr Verwaltungsakte, mehr Überstunden. Und seit der Französischen Revolution wissen wir auch, zuerst kommt das Tohuwabohu, dann kommt die Neuordnung. Dafür braucht man Politiker und Bürokraten. Es lebe die Revolution, sie lebe lang. Und das heißt auch, wenngleich nur aus einer zynischen Perspektive, nachhaltig. Wenn man sich wie die Politik als Retter vor Verhältnissen bewirbt, deren Entwicklung man zuvor nach Kräften befördert hat. Vieles an der digitalen Revolution spricht dafür, dass wir es mit einer solchen Revolution zu tun haben, einer intrinsischen Revolution, möchte man fast sagen. Es geht nicht darum, wirklich was Neues zu machen, sondern die alten Verhältnisse, Technologien und Organisationsformen neu zu benennen und weiter zu betreiben. Das wäre dann eine Revolution im wahrsten, im alten, im eigentlichen Sinne des Kopernikus, der mit diesem Begriff den steten Umlauf der Planeten meinte, die Mutter aller Routinetätigkeiten sozusagen, das bürokratische Weltgebilde, der Kosmos als Amtsstube. Die digitale Transformation ist kein Bruch, sie ist kein disruptiver Prozess, sondern eine wahrhaft evolutionäre Entwicklung.
die allerdings einigen als völlig neu erscheinen mag, weil ihr Blick auf die Evolution von Arbeit und Technologie durch den festen Glauben an Regulierungen und Vorschriften, an Bürokratie und Kontrolle geschult ist. Hier wird der Blick freigelegt auf seit langem offene Fragen von Gesellschaft und Kultur, auf unsere Sicht von Arbeit und Teilhabe und auf Werte, die für eine Welt geschaffen wurden, die, in der wir längst nicht mehr leben. Es bedarf neuer Regeln. Ja, das ist schon richtig. Es bedarf neuer Regeln, weil die digitale Transformation Teil einer langfristigen Entwicklung ist. Evolutionär also braucht sie revolutionäre Regelwerke. Dazu gehört auch die Neuordnung unseres Gesellschaftsvertrages. Einer der am meisten gehörten Sätze der Leute, die eine digitale Transformation als Revolution verkaufen wollen, ist ja dieser: Wir müssen Acht geben, dass der Zug der Digitalisierung nicht ohne uns abfährt. Solche Fahrplanfragen bewegen mich persönlich weniger. Ich frage lieber, ob wir schon wissen, ob das Verkehrsmittel an sich das Richtige ist. Und ich zweifle, meine Damen und Herren, weil ich unter dem Schlagwort Digitalisierung vielfach etwas sehe, was man mit Digitalisieren des Digitalisierenwegens bezeichnen kann. Ich nenne das Digitalismus. In Anlehnung an jede ideologischen Dogmen, die vor allem im 18. und im 19. Jahrhundert entwickelt wurden und unser Weltbild bis heute nachhaltig prägen. Der gemeinsame Nenner dieser Ismen besteht ja darin, die anstelle kritisch-logischer Analysen Glaubenssätze zu verkünden. Das Resultat dieser Denkweise findet sich im indonesischen Sprichwort: Für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel. Es gibt sogar Zeiten, in denen man die Wand vor lauter Nägeln nicht mehr erkennen kann. So heftig wird drauf gehämmert. In der Regel sind diese Zeiten nicht sehr innovativ, aber sie sind verwirrend. Manche reagieren mit Angst, andere mit quasi religiöser Verehrung auf die technologische Entwicklung. Unaufgeklärt, also Digitalismus, ist beides. Arthur Clarke, der Autor großer Science-Fiction und kluger Bücher zur Zukunft, hat einmal gesagt: Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass man sich nicht auch fragen sollte, was der ganze Zauber eigentlich soll. Eine Frage ist ein Werkzeug der Aufklärung. Ja, die Frage ist das Schweizer Messer der Aufklärung. Wir können damit feststellen, was wir eigentlich tun. Das müssen wir gelegentlich machen. Warum digitalisieren wir? Warum machen wir eigentlich Digitalisierung? Wozu führt die digitale Transformation? Diese Frage ist weit weniger banal auch für Fachleute, als es auf den ersten Blick klingen mag. Und man merkt das an Kleinigkeiten. Ich kritisiere seit einiger Zeit den Begriff Industrie 4.0 gerne und oft. Ich halte ihn für ausgesprochen unglücklich gewählt. Denn es ist nicht die Fortsetzung der alten Industriegesellschaft, die uns hier erwartet. Und es ist nicht das, was die digitale Transformation zutage fördern wird. Es ist nicht Industrie. Andererseits ist der Begriff Industrie 4.0 erhellend für die Art und Weise, wie die deutsche Gesellschaft, Politik und Kultur im frühen 21. Jahrhundert immer noch tickt. Denn der Begriff Industrie steht in Deutschland nicht einfach wie anderswo für eine Produktionsform, sondern ist eine Weltanschauung, nahezu ein Glaubensbekenntnis, jedenfalls fast eine Staatsreligion, an der man nicht rütteln darf. Industrie ist ein Begriff, bei dem es Klick machen soll in den Köpfen der Bürger. Und das tut es auch. Industrie suggeriert Sicherheit, Kontinuität, ehrliche, schwere Arbeit und scheinbar klare Rahmenbedingungen. Keine Brüche, keine Transformation. Es wird zwar ein bisschen vernetzt und ein wenig digitalisiert, aber im Grunde bleibt alles beim Alten. Eine Fabrik mit Internetanschluss, Büros mit festen Arbeitszeiten, mit mehr Apps und weniger Aktenordnern, aber sonst bleibt die Lebensplanung und die Struktur, wie sie war. Und das führt natürlich auch dazu, dass in den Umfragen die Leute immer sagen, sie sind sehr für Digitalisierung und sie sind schon mittendrin in der Transformation, aber dass tatsächlich sehr wenig passiert, wie wir wissen. Ich glaube, unser größtes Problem bei der Transformation ist das Denken in dieser alten industrialistischen Sicherheitskultur,
In dieser Kultur geht es um Gleichförmigkeit, nicht um Unterscheidbarkeit. Es geht um Kollektivismus, nicht um Persönlichkeit. Es geht um Nachahmung, nicht um Innovation. Und es geht nicht um Kreativität. Dafür steht schon die Bedeutung des Wortes. Industrie im lateinischen Original, Industria, bedeutet Fleiß. Fleiß ist das Wichtigste. Aktivismus ist das Entscheidende. Ja, Aktionismus ist das Entscheidende. Fleiß, meine Damen und Herren, ist eine Sekundärtugend, erst recht in der digitalen Transformation. In einer Welt, in der das Physische übermächtig ist, muss man fleißig sein, seine schwere Arbeit verrichten, um zu überleben. In einer Welt, in der Abstraktionsvermögen, Intelligenz, Intellekt und Wissen an die erste Stelle rückt, ist Fleiß zuweilen ganz nett, aber sicherlich nicht kulturtragend. Die Industriegesellschaft mit ihrem schneller, höher, weiter war eine Muckibude, glaube ich, heißt das auf Neudeutsch. Da ging es um Fleiß und Kraft. Im Zwischenschritt zur Wissensgesellschaft gibt es ja auch die Informationsgesellschaft, wie uns die Soziologen sagen. Und was macht die? Die formt Datenberge, große Datenberge, Big Data, massenhaft Informationsrohstoffe. Auch das steht im Grunde genommen noch mit zwei Beinen in der alten Welt. Das ist das alte Denken der Massenproduktion. Die Wissensgesellschaft, und das ist, was hinter der digitalen Transformation wirklich steckt, die Wissensgesellschaft beschäftigt sich mit Wissen, Intelligenz und Know-how, mit personalisierbaren, personengebundenen Wissen, mit Originalität. Alles Leben ist Problemlösen, sagte Karl Popper, der große Denker der offenen Gesellschaft einmal. Und ganz bestimmt gehen den Leuten ihre Probleme nicht aus, ihre Bedürfnisse, ihre persönlichen Bedürfnisse sind nahezu unendlich und sie sind auch die Grundlage für alle Erfolge auf den Märkten, deren Befriedigung der Gegenstand aller Ökonomie war und bleiben wird. Nennen wir das Kind beim Namen. Digitale Transformation ist als evolutionärer Prozess etwas, was schlicht und ergreifend mit Superautomatisierung zu tun hat. Digitalisierung ist Superautomatisierung. Der Zukunftsdenker Alvin Toffler, der im Mai dieses Jahres verstarb, hat in den späten 60er Jahren an seiner Arbeit Future Shock gearbeitet, der Zukunftsschock, das ist auch schon einige Zeit her, und vom kommenden Zeitalter des Superindustrialismus gesprochen im Westen. Unter anderem deshalb, auch deshalb, weil er wusste, dass die Kultur so verbunden und so verwoben ist mit unserer Identität, dass wir uns nicht in die Wissensgesellschaft aufmachen werden, ohne dass wir uns bewusst machen, dass das als klarer, bewusster Schritt nötig ist. Digitalisierung ist Superautomatisierung, das bedeutet, dass Routinearbeit durch Maschinen, Systeme, Netzwerke ersetzt wird, in einem Maße, wie wir das bisher noch nicht gesehen haben. Dem Menschen bleibt dann die individuelle Arbeit, das Denken und das konstruktive Zweifeln, das Experiment, der Versuch. Dann leben wir wirklich in interessanten Zeiten und das ist dann keine Verwünschung mehr. Dass Menschen sich schwerer, stupider, sich wiederholender Arbeit entledigen, ist kein Fluch, es ist ein Segen, einerseits. Andererseits ist es natürlich auch eine Plage, denn die meisten Menschen sind dahingehend trainiert, ein gut funktionierendes Rädchen im Getriebe zu sein, nach Regeln, Normen und Standards zu funktionieren. Die Gleichförmigkeit hat aber ihren Preis. Wir fürchten uns vor der Selbstständigkeit. Nach 250 Jahren Aufklärung ist sie immer noch eine unbekannte Größe in unserer Kultur. Das ist die Kernangst dieser Gesellschaft und aller Sozialingenieure. Die einen haben Angst, weil ihnen andere nicht mehr sagen können, wo es lang geht, sondern sie das selbst rausfinden müssen. Die anderen, weil ihr Geschäftsmodell, das Steuern und Kümmern und Kontrollieren von Menschen, der Menschen da draußen, wie man in der Politik sagt, ins Wasser fällt, wenn allzu viel Selbstständigkeit herrscht. Für die Betroffenen ist das ein bisschen bedauerlich, für die Menschheit im Allgemeinen aber ein Segen. Es geht eben nicht um neue Regeln, es geht um den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, wie Kant die Zauberformel der Aufklärung nannte. Zeitgemäßer ließe sich das vielleicht so sagen, die beste Vorsorge gegen etwaige negative Begleiterscheinungen der Digitalisierung ist Selbstständigkeit und Selbstermächtigung.
Das ist das, was wir wirklich lernen müssen. Diese beiden Zentralgestirne der Aufklärung sind die längste Zeit vernachlässigt worden. Sie sind weit wichtiger als das Nachdenken über Regulierungen, über Gesetze, über Detaillösungen. Selbstständigkeit und Selbstermächtigung ist die Grundlage der Wissensgesellschaft. Und jede digitale Transformation, die daran vorbeigeht, wiederholt nur die Fehler von früher. Aufklärung heißt, kritische Fragen zu stellen, meine Damen und Herren. Vor allen Dingen heißt Aufklärung aber auch eins, cool bleiben. Wir leben im Zeitalter des Alarmismus, weil jeder übertreibt, um in der Aufmerksamkeitsgesellschaft noch gehört zu werden. Jeder, der ein Anliegen hat und seine Interessen vertritt, bemüht sich noch lauter zu brüllen als die anderen. Unter Tod und Untergang tut es keiner mehr, schon seit vielen Jahren. Das führt allerdings nicht dazu, dass alle fest erwarten, dass morgen die Welt untergeht, sondern diesen Alarmismus überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Der Alarmismus ist damit ein Zwilling des Populismus. Es geht nicht um Fakten, es geht um eine Politik der Gefühle, um Gedöns. Das ist keine aufgeklärte Kritik, kein konstruktives Zweifeln. Es ist die Suche nach dem Bösen, nach dem Sündenbock, dem man alles zuschieben kann, was man sich in einer komplexen Welt nicht erklären kann. Und das ist schon einiges, meine Damen und Herren. Das war im Grunde genommen immer schon so, hat aber Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren und führt dazu, dass wir das Gute der Entwicklung nicht mehr sehen. Ich bin kein Gegner der Industrie, bei allen kritischen Worten, die ich heute gebraucht habe zu dieser Kultur. Ich kenne die wichtige, wohlstandsschaffende Kraft der Industrie, die in den letzten 200 Jahren im industriellen Kapitalismus, der ebenfalls viel gescholten ist, die Lebensbasis der Menschen deutlich verbessert hat. Die Lebenserwartung hat sich nahezu verdreifacht. Das materielle Einkommen, um immerhin die Grundlage, um überhaupt so etwas wie glücklich werden zu können, das darf man nicht vergessen, wenn Sie nichts haben, sind Sie sicher unglücklich. Wenn Sie etwas haben, können Sie sich aussuchen, ob Sie unglücklich sein wollen. Möglicherweise müssen Sie ein bisschen was dazu beitragen. Aber die Grundlage ist da. Die materielle Grundlage hat sich nahezu verfünfzigfacht zwischen 1800 und 2000. Es gibt unendlich viele Probleme. Es gibt einen sehr hohen Preis, den wir bezahlt haben. Aber ich glaube, dass seit vielen Jahren auch erkannt ist, was zu tun ist. Und nach wie vor der Mechanismus selbst der Marktwirtschaft etwas ist, was wir beibehalten wollen, weil er uns nützt. Und das soll man nicht kleinreden. In China lebten noch 1980, das sind relativ aktuelle Zahlen, 9 von 10 Menschen in extremer Armut. 2015 war das Verhältnis genau umgekehrt, 1 von 10. Der eine ist zu viel, aber Sie sehen, dass in den Jahren der Marktwirtschaft sich etwas Radikales geändert hat und es macht keinen Sinn, Märchen und Legenden über die Entwicklung des Kapitalismus zu erzählen, die einfach nicht zutreffend sind. Es geht darum, dass wir uns diese Wirtschaftsform aneignen, aber nicht, um sie zu versenken. Jetzt wird es einige geben, die sagen, all diese Entwicklung, das waren eigentlich staatliche, gesetzliche, logistische Maßnahmen. Die haben den Menschen den Wohlstand gebracht. Glaubt jemand, dass es in der Volksrepublik China, glaubt jemand ernsthaft in diesem Saal, dass es in der Volksrepublik China vor der Einführung der Marktwirtschaft an Staat und Bürokratie gefehlt hat? Ich glaube es auch nicht. Was könnte ein tieferer Staat sein als die totalitären Systeme, die von links und rechts im 20. Jahrhundert etabliert worden sind? War tiefer Staat, ja? War allerdings auch ein zutiefst unmenschlicher Staat, tiefer geht's nicht, nicht nur in dieser Hinsicht. Was in China geschah, war das Ergebnis der Anwendung von Marktwirtschaft und den Prinzipien der zweiten industriellen Revolution. Also die bei uns zu der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert geschieht. Die zweite industrielle Revolution nutzt Automatisierung zur Schaffung von Massenmärkten, der Grundlage der Konsumgesellschaft. Das Fließbandzeitalter oder der Fordismus, wie man das etwas kritischer sagt, das hat seine eigene Logik, hat uns ganz, ganz stark geprägt. Und wenn wir heute auf unsere Arbeitswelt gucken, wie das alles durchgetimt und organisiert ist und bis ins kleinste Detail geregelt, dann sind das die Kinder einer relativ jungen Entwicklung, nämlich dieser zweiten industriellen Revolution, der Massengesellschaft und des Kollektivs darin. Bis in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts in dieser Stadt, wo es eine große Industrie gab bereits,
brachten Meister und Gesellen morgens ihr eigenes Werkzeug mit in die Fabrik. Wussten Sie das? Das heißt, man hat mit eigenem Werkzeug gearbeitet, in eigenen Units gearbeitet. Ja? Klingt heute ganz nett. Ja? Aber damals war es natürlich im Grunde genommen genau das, was man loswerden wollte, weil man wollte sozusagen einheitliche Produktion haben und Qualität, der Begriff der Qualität war damals ja noch einer, wo man gesagt hat, wenn sich industrielle Produkte nicht mehr voneinander unterscheiden lassen, dann ist das die höchste Qualität. Das ist toll. Das will man haben. In einer Welt, die alles hat, in einer entwickelten, saturierten, satten Konsumgesellschaft, geht es genau in die andere Richtung. Das heißt, das Individualisierung, Personalisierung, Unterscheidbarkeit, das sind ja auch die Grundlagen von Industrie 4.0. Nichts anderes ist das ja, das strebt man an, möglichst kleine Losgrößen, möglichst individuelle Produktion und damit natürlich auch die Erfüllung, die bessere Erfüllung von Bedürfnissen einzelner Menschen. Wir müssen also nicht einfach nur umsteuern, wir müssen wirklich umdenken. Und wir sind in dieser zweiten industriellen Revolution, behaupte ich, politisch und kulturell stecken geblieben. Ja? Wir kommen aus der nicht so richtig raus. Da kann man ja immer wieder auch Tests machen dazu und sich überlegen, wie wir uns verhalten. Wir schätzen Selbstständigkeit, so habe ich gesagt, nicht sehr. Wir schätzen aber auch Wissensarbeit nicht sehr. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Und schon in der dritten industriellen Revolution, die ich erlebt habe, ich habe Ihnen gesagt, der Computer war mein Buch, war es doch so, dass wir leichte Anlaufschwierigkeiten hatten, kulturelle, um das mal vorsichtig zu sagen. Während in den USA und anderswo in Ländern mit einem anderen Bewusstsein zum Thema Individualität die Sachen sich sehr klar entwickelt haben, sehr schnell entwickelt haben, war es bei uns eher ein Diskussionsgegenstand, nicht? Ein Erörterungsgegenstand über viele, viele Jahre, wo auch politische Parteien zum Teil sehr uneins waren, ob der Computer des Teufels ist. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Volkszählungsfrage und die damit verbundenen Verwünschungen der Technologie. Und wir wissen eigentlich, das ist etwas, mit dem wir uns extrem schwer tun. Es dauert diese dritte industrielle Revolution ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Nach 1945 beginnt der Computer wirklich langsam zu laufen, als Mythos. Und seit den 70er und 80er Jahren ist es dynamisch. Und dann kommt das Internet und wir sind wieder sozusagen die, die nachmachen, die imitieren, die versuchen, etwas in Gang zu bringen. Und alle sagen, ja, klasse, super. Aber wir kriegen das nicht so richtig hin. Das ist so wie früher, wir kriegen keine eigene Jeans-Produktion hin. Wir kaufen immer amerikanische Jeans. Kriegen das nicht hin. Und das hat, glaube ich, zutiefst etwas zu tun mit der Art und Weise, wie wir Arbeit sehen, wie wir das definieren, wie wir Wissen definieren. Es ist die Kultur, nichts anderes. Ludwig Gerstner, der mal die schöne Aufgabe hatte, einen der bedeutendsten Computerläden der Welt vor dem Untergang zu retten, die IBM, hat in seiner Rettungsbiografie, wenn Sie so wollen, betont, dass das Allerwichtigste gewesen wäre, bei der Umstrukturierung der IBM die Kultur zu verändern. Die Kultur. Nicht die Zahlen. Die Zahlen folgen der Kultur. Die Kultur ist das, wie Luhmann gesagt hat, was zwischen uns und der Veränderung steht. Und die Kultur ist das, worauf wir am stolzesten sind, mit dem wir am normalsten und am unkritischsten umgehen. Unsere Arbeitskultur ist im Grunde genommen eine Kultur, die gegen jede Form von Veränderung und für jede Form des Erhalts ausgelegt ist. Und die müssen wir kritisch beäugen, sonst wird es auf immer und ewig die Resultate geben. Ja, wir sind für die digitale Transformation. Nein, wir haben noch nicht damit angefangen. Erich Staudt, der war Gründer des Instituts für angewandte Innovationsforschung an der Ruhr-Universität Bochum, war einer der großen Innovationsforscher der 80er Jahre, der hatte ja auch dieses Transformationslehrstück des Ruhrbots vor sich, und zwar ganz, ganz wesentlich. Der hat sich mal mit Transformationsarbeit intensiv beschäftigt und festgestellt, dass sie etwas für Erwachsene wäre. Erwachsen sein heißt selbstständig sein, selbstentscheidend sein. Und er hat auch gesagt, dass wir nicht glauben sollen, dass wir Innovation verordnen können, weder politisch noch institutionell, noch durch Regeln, noch durch gute Ratschläge, sondern Innovation, ich zitiere, im Konsens ist Nonsens. Es sind immer Einzelne und Minderheiten, die Neuentwicklungen wagen, Risiken eingehen und Veränderungen suchen.
Viele von ihnen bleiben dabei auf der Strecke und einige haben Erfolg. Und erst dann folgt ihnen die Masse. Das können Sie an der Transformation der USA vom Silicon Valley ausgehend gut sehen. Das können Sie bei uns noch nicht so gut sehen, würde ich es mal vorsichtig sagen. Ja? Wir glauben, wir können das verordnen. Wir machen jetzt ein Programm. Wir erklären etwas zum neuen Standard und der Rest wird schon kommen. So laufen die Dinge nicht. Und wenn Sie das mir nicht glauben, fragen Sie mal Michail Gorbatschow, wie das funktioniert mit Reformen, die man ankündigt und durchziehen möchte. Wir müssen aber trotzdem dringend drüber reden, weil die Superautomatisierung, die tatsächlich hinter der digitalen Transformation steckt, wie Sie wissen, Konsequenzen hat, die schwierig wird. Automation ist, sagt die deutsche Industrienorm, es gibt eine DIN-Norm für den Begriff der Automation, ich wusste das lange Zeit nicht, gibt für alles eine DIN-Norm offensichtlich. Automation ist, wenn die menschliche Arbeit mittels Maschine auf Automaten übergeht. Ja, wenn die menschliche Arbeit mittels Maschine auf Automaten übergeht, das könnte ja sozusagen als Überthema heute bei dieser Tagung hier stehen. Das ist ein evolutionärer Prozess, der seit Beginn der industriellen Revolution läuft, seit der Arbeitsteiligkeit und der jetzt entscheidend und schneller wird als je zuvor. Dieser Superindustrialismus hat ja schon seine Folgen. Wir arbeiten heute noch 174 Tage im Jahr. Den meisten ist das nicht bewusst, weil sie sagen, ich arbeite so wahnsinnig viel. Wir sind auch sehr aktionistisch in unserer Arbeit. Aber wir arbeiten nicht so wahnsinnig viel. Niemand hat vor uns weniger gearbeitet als unsere Generation. Ja? Das ist, es geht kontinuierlich nach unten, aber das Gefühl, sozusagen mit etwas umzugehen, was man nicht selbst definieren kann, ist vielleicht stärker. Und dann sind vielleicht auch 50 Tage im Jahr ein bisschen zu viel. 174 Tage pro Jahr. Ja? Und es wird noch weniger. Sie kennen ja wahrscheinlich die Studie von Frey und Osborne aus dem Jahre 2013, die ja immer zitiert wird anlässlich solcher Veranstaltungen seit einigen Monaten, über das Automatisierungspotenzial in den USA. Die Indiva hat dankenswerterweise ja die Adaption für Deutschland vorgenommen vor 2 Jahren und ist zum Schluss gekommen, dass wenn wir heute bereits das heute vorhandene digitale Potenzial ausnutzen würden, das digitale Automatisierungspotenzial, dass 59% der Jobs zur Disposition stehen würden. 59%. Das ist hochgerechnet, aber die Basis ist schon enorm, die da untersucht wurde, 30,8 Millionen Menschen. Das ist eine ganze Menge. 18 Millionen Jobs davon geraten bei den Computermodellen also in den roten Bereich. So viel zum Thema Vollbeschäftigung und den tollen Meldungen, die wir immer wieder kriegen. Eine Roboterzelle kostet heute 150.000 Euro. In 3 Jahren, sagen die Experten, rechnet sich das mittlerweile. 3 Jahre sind eine sehr überschaubare Zeit in der Produktion. Jede dirigistische Maßnahme am Arbeitsmarkt, so nötig sie ist, auch wieder Mindestlohn, bringt den Abstand zwischen Roboter und Produktivkraft in diesem Bereich, macht den Abstand kleiner. Das ist auch eine Tatsache, der man jetzt damit begegnen kann, dass man versucht, Arbeitsplätze künstlich zu schaffen, was wir offensichtlich in großem Maßstab schon tun, sonst würden diese Automatisierungsstudien gar nicht das hergeben, was sie hergeben. Das müssen wir natürlich auch mal sehen. Gäbe es nicht bereits künstliche konstruierte Arbeit, gäbe es nicht, ich sage es jetzt mal ganz hart, sowohl privatwirtschaftlich als auch öffentlich-rechtlich, ein hohes Maß an Beschäftigungstherapie, dann wäre es technisch einfach nicht vorstellbar, organisatorisch nicht vorstellbar, dass sie 59% aller vorhandenen Jobs mit der heute verfügbaren Automatisierungstechnologie, keiner fernen Utopie, ja, keiner magischen Utopie, bereits ersetzen könnten. Wertfrei gesprochen. Das ist keine Handlungsempfehlung, sondern eine Tatsache. Und wir müssen uns als Vollbeschäftigungswelt, als Vollbeschäftigungsgesellschaft die Frage stellen, ob Erwerbsarbeit noch die grundlegende Definitionsform von Mensch sein darf in dieser Welt. Das ist es. Wird seit 50, 60, 70 Jahren sinnvoll diskutiert. Stichwort Grundeinkommen ist nur eines davon. Aber diese Frage müssen wir uns stellen. Diese Frage hat positiv bereits das Silicon Valley erreicht. In Deutschland ist es immer noch sehr schwer, darüber zu reden. Und ich glaube, das hat mit der Arbeitskultur zu tun und der Sozialkultur. Es hat aber auch mit der politischen Kultur zu tun, weil man natürlich weiß, dass Menschen, die sozusagen im Erwerbsprozess
das politische Geschenk der Arbeit bekommen, leichter zu steuern sind als solche, die ein Grundrecht darauf haben, auf ein Minimum, von dem ich überzeugt bin, dass wir es im 21. Jahrhundert sehen werden. Ich gebe Ihnen ein paar Detailzahlen zu Osborne Fry. Bürokräfte und Hilfsarbeiter sind 85,7% nach den Berechnungen in Deutschland ersetzbar. Anlagen- und Maschinenbediener, wir reden ja auch über das Maschinenzeitalter, Anlagen- und Maschinenbediener, 69,7%. Dienstleistungs- und Verkaufsberufe 68%, Handwerk 63%, Techniker 51%. Vergleichsweise sicher, wobei ich dieser Zahl misstraue, das möchte ich dezidiert dazu sagen, sind Akademiker pauschal ausgerechnet mit 11,8%. Kann ich mir nicht vorstellen, meine Damen und Herren. Und Führungskräfte mit nur 11,4% kann ich mir übrigens auch nicht vorstellen. Aber vielleicht sind das einfache Berechnungsfehler oder ist das sozusagen die optimistische Wendung am Schluss, die diese Studie auch braucht. 59% Ausfall sind ein hoher Wert und sie liegen an der starken Routinestruktur der deutschen Arbeit. Das ist vielfach geprüft und vielfach erhoben. Es liegt daran, dass wir zu wenig unterscheidbare Arbeit haben. Jetzt kann man sagen, das ist eine Katastrophe und wir müssen was tun. Ja, müssen wir auch. Ich glaube, dass wir ins Zeitalter des Minimums gehen. Die digitale Transformation wird eine andere Gesellschaft von uns verlangen. Und sie wird vor allen Dingen von denen, die etwas haben, verlangen, dass sie die Teilhabe ein wenig öffnen für andere. Das große Problem, das ist meine Prophezeiung, werden nämlich nicht die Politiker sein bei der Frage der Grundsicherung. Ging es ums Einkommen oder auch um die Grundkrankenversicherung oder Rentenversicherung. Das große Problem werden beispielsweise die Rentner in Erwartung einer hohen Rente sein, die vielleicht nicht bereit sein werden, ad hoc auf etwas zu verzichten, damit andere auch was haben. Also diese Verteilungsgröße wird sich zuspitzen und der Konflikt zwischen alt und jung, materiell besser gestellt und schlechter gestellt, wird zunehmen, wenn wir nicht langsam beginnen, hier Einsicht walten zu lassen und immer wieder das Thema nach vorne zu bringen und zu sagen, was geschieht eigentlich, wenn nichts geschieht. Andererseits glaube ich nicht, dass wir stehen bleiben bei dem, was wir haben. Bis jetzt war die Entwicklung immer so, Arbeit schafft Arbeit, aber andere Arbeit. Das heißt, wir brauchen diese Minimums aus der digitalen Transformation, um die Härten abzubuffern, um Entscheidungsmöglichkeiten zu geben, Neuorientierungsluft zu schaffen. Ja, also nicht darum, zu sagen, es werden große Teile der Bevölkerung nie wieder tätig sein in irgendeiner Art und Weise, sondern einfach um für diese Phase der Neuorientierung möglichst den Druck wegzunehmen, dass die Leute darüber nachdenken können, welche ihrer Fähigkeiten, ihrer vielfach vorhandenen Fähigkeiten und Talente in einer Welt, in der es um Originale und Individualität geht und die ganze lästige Arbeit von den Maschinen gemacht wird, welche Arbeit das sein kann. Menschengerechter wird sie allemal werden. Ich habe jetzt noch zwei kleine Dinge, die ich unbedingt mit Ihnen besprechen muss. Dazu springe ich ein bisschen nach vorne. Ich glaube, erstens, wir müssen die digitale Transformation tatsächlich, auch wenn das oft gesagt wurde, als Chance begreifen, mehr machen zu können und schnell in die Wissensgesellschaft zu kommen. Schnell in eine Gesellschaft zu kommen, in die Fähigkeiten und Talente der und des Einzelnen ausgeprägter gelebt werden können und der Arbeit keine Plage mehr ist, in der sich die Leute nicht vom Montag fürchten, sondern sagen, ich bin selbstständig und selbstbestimmt genug, um mich auf meine Tätigkeit zu freuen. Punkt 1. Punkt 2, die Einsicht, dass die Automation Routinearbeit weitgehend ersetzt, sollte natürlich klarer umrissen werden, klarer betont werden in der Kultur. Und dazu muss man auch wissen, was uns bleibt, ist sozusagen intelligente Arbeit, kreative Arbeit, Wissensarbeit. Und dazu darf man Intellekt nicht als Persönlichkeitsstörung weiterhin missverstehen. Das ist in der deutschen Arbeitskultur aber ein guter alter Brauch. Es gibt ehrliche Arbeit, bei der schwitzt man. Die Schwaben sagen ganz abgeschafft, ja, das ist eine Auszeichnung. Ich halte es für eine Auszeichnung, wenn man am Ende des Tages ein Problem gelöst hat, ja. Und nicht schwitzt und fertig ist körperlich. Das ist von gestern. Intellektuelle Arbeit, Wissensarbeit ist eine wichtige Sache und wir sollten sie nach vorne stellen. Respekt davor, Respekt vor der Kopfarbeit. Drittens, vor dem Hintergrund der Veränderung der Superautomation, Förderung von Selbstständigkeit, Förderung von Selbstermächtigung, Förderung eines selbstbestimmten, selbstständigen Lebens, einer wahren Zivilgesellschaft. Und nicht einer Behauptung,
dass man mit den Strukturen so weitermachen kann wie bisher. Die wahre Zivilgesellschaft besteht aus selbstständigen Individuen, die in der Lage sind, sich selbst zu helfen, selbst Entscheidungen zu treffen und die wirklich in der Lage sind, Gesellschaften zu formen, in denen Möglichkeiten entstehen und keine Vorschriften. Dazu gehört eine technische und ökonomische Bildungsoffensive, auch eine kulturelle Bildungsoffensive. Code Literacy wird hier oft angesprochen, ich finde das auch, es liegt im Argen, aber es geht bei Code Literacy nicht darum, technisch Bescheid zu wissen, sondern die Konsequenzen technischen Handelns zu begreifen, zu wissen, was es ist, die Fundamente kennenzulernen. Das muss in die richtige Richtung gehen. Es geht nicht darum, Ingenieurswissen etwas einfacher zu erzählen. Und fünftens, ich habe schon betont, ein neuer Gesellschaftsvertrag, der Grundversorgungen bereitstellt. Wir können das 21. Jahrhundert nicht mit den überholten Logiken des 19. Jahrhunderts und seiner Fabriken betreiben. Alles, was wir haben, um unsere Probleme zu lösen, meine Damen und Herren, ist Intelligenz. Und deshalb wäre es auch angebracht, dass in Zeiten wie diesen auch die Marketingabteilungen der IT-Industrie den Begriff Intelligenz so ernst nehmen, wie er ernst zu nehmen ist in der Wissensgesellschaft. Ich beobachte seit mehr als 30 Jahren mit großem Interesse, nennen wir es mal, die Bemühungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die jetzt wieder ungeheuer modern geworden ist. Und nachdem also in der Praxis die Unterscheidung zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz unterbleibt, habe ich den Eindruck, dass die derzeitige Modewelle, Ray Kurzweil zu zitieren, ohne nachzudenken, was er eigentlich sagt, und zu behaupten, dass jedes technische Gadget, das eine Routinetätigkeit ausübt, oder ein Algorithmus und ähnliches mehr, bereits künstlich intelligent werden, dass das auf eine gewisse Schwäche bei der natürlichen Intelligenz schließen lässt. Ja? Also das ist im Grunde genommen dieselbe Geschichte, die wir in Mitte der 50er Jahre erlebt haben, wo ein paar junge Studenten mit ihren Mitarbeitern sagen, wir brauchen 14 Leute, gebt uns $15.000 und in einem Jahr können wir eine denkende Maschine konstruieren. Ja, ein bisschen Reisespesen brauchen wir noch. Und das ist natürlich eine nette Geschichte, wenn das auf einer Sommerschule passiert. Wenn das aber zum neuen Mainstream der Industrie wird, wenn das zum neuen Mainstream der IT wird, dann gute Nacht. Dann kann ich nur sagen, ich halte das für ein Ablenkungsmanöver, weil viele andere Dinge möglicherweise fehlen und die grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Frage, was ist unsere Rolle in der Wissensgesellschaft, unterbleibt. Das ist ein Fortschreiben von industriellem Denken, es ist ein Fortschreiben und auch ein Verwechseln von Routinetätigkeiten, von Routineprozessen mit Intelligenz. Da gibt es eine einfache Beweisführung dafür, die ist so simpel, dass man sich gar nicht lange damit aufhalten muss. Es gibt keinen Neurowissenschaftler, der einen den Begriff der Intelligenz nachweisen kann, der einen sozusagen den biologischen Mechanismus hinter Intelligenz zeigen kann. Gibt es nicht. Ja, man kann sich dem annähernd annehmen. Wir können uns hinraten bei dem Begriff. Wie können Sie die Kopie von etwas herstellen, dessen Original Sie nicht kennen? Das halte ich für eine verwegene Aktion. Und das wird aber Tag und Nacht behauptet. Und der eigentliche Hinweis, warum mich das so stört, ist, dass es zeigt, wie leichtfertig wir mit Begriffen umgehen und wie egal sie den Leuten eigentlich sind. Denn es ist kein großer Erfolg des Marketings, diesen Begriff jetzt in den letzten Jahr, im letzten Jahr nach vorne gebracht zu haben, sondern zeigt eigentlich, wie groß das Desinteresse des Publikums daran ist, was wirklich geschieht. Sonst würde irgendwann mal jemand sagen, das ist doch eigentlich Quatsch. Und das ist der Grund, warum die Umfragen immer so schön aussehen und die Realität eher traurig. Man interessiert sich nicht dafür. Und deshalb sollte man zum Eingang der Wissensgesellschaft Begriffe, die für uns wichtig sind, die Kernbegriffe sind der Wissensgesellschaft, schätzen lernen und respektieren und nicht abtun und lächerlich machen. Was fehlt der ganzen Industrie, was fehlt der ganzen digitalen Transformation? Ich glaube, es fehlt dir etwas ganz Simples, es fehlt dir das, was Kant schon festgestellt hat, Mut. Man braucht mehr Mut, man braucht mehr Mut dazu, etwas Neues zu denken und nicht dort weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Es gehört mehr Mut dazu, sich zu irren, aber es gehört insgesamt der Mut dazu, etwas Neues anfangen zu wollen. Auch der große österreichische Volksdichter Johann Nestroy hat das gewusst, vor 160 Jahren. Er hat seinem Publikum immer gesagt, dass sie mehr Mut haben sollen in seinen Komödien und dazu den großen Satz geprägt,
zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Geduld, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, dass Sie keine Angst haben vor Ihrem eigenen Mut und keine Angst haben, die Dinge wirklich zu brechen und neu anzufangen. Vielen Dank. Vielen Dank, Wolf Lotter. Wir haben jetzt noch Zeit für zwei, drei kurze Fragen. Wer möchte? Ich sehe jetzt keine Frage. Doch, eine sehe ich und eine andere Frage. Die Hoffnung, die Sie uns gemacht haben, ist, mehr zu arbeiten im Sinne von Begriffsarbeit? Oh. Ja. Dankeschön für den wunderbare Keynote, Julia Truhl. Ich hab eine Frage zu dem Punkt zur künstlichen Intelligenz, die Sie gerade gesagt haben. Ich habe letzten Freitag einen ganzen Tag damit verbracht, mit Leuten darüber zu diskutieren, über die Ethik von künstlicher Intelligenz. Und da ging es wirklich darum, dass einem das aufgezwängt wird, was Sie gerade gesagt haben, diese Routineentscheidungen, die dann als gelernte künstliche Intelligenz den Leuten aufgezwungen werden und damit ungerechte Entscheidungen, die Opfer werden, ungerechte Entscheidungen, die dann nicht so einfach nachweisbar sind. Es ist natürlich bei Menschen auch nicht so einfach nachweisbar, aber es wird noch schlimmer, wenn die Firmen oder die Organisationen gar nicht wissen, was der Softwareentwickler da vielleicht für Entscheidungen reingesetzt hat, bewusst oder unbewusst. Wenn Sie dazu noch mal was sagen könnten, da würde ich Ihre Meinung noch gerne zu hören, bitte. Also da gibt es zwei Positionen. Das ist sehr strittig. Ich bin bei der Frage des moralischen Programmierens, wie man das auch nennt, sehr zerrissen. Einerseits sehe ich, dass man sozusagen, um das mal das Kritische zu sagen, einem Popanz folgt. Jemand ruft aus, es gibt eine künstliche Intelligenz, die bereits Entscheidungen trifft. Das ist mal eine Unterstellung. Ich behaupte, das ist nicht so. Zunächst mal. Denn das wäre bereits eine denkende, bewusste, intelligente Entscheidung und nicht einfach eine Ja-Nein-Entscheidung, so wie sie zum Beispiel jetzt getroffen wird, wenn man mit dem Auto wo fährt, ja, und nicht dagegen donnert. Ja. Das ist in Diskussion. Auf der anderen Seite, und dann gibt es sofort eine Reaktion darauf, und sagt, ja, wir brauchen hier moralische Regeln. Das wäre, glaube ich, zunächst einmal das Schlechteste, was man machen könnte, weil sie sozusagen einer Routineregel, die eine Behauptung ist, ja, sozusagen die Ehre erweisen, die Referenz erweisen, sie zu erden, indem sie die Regeln auch noch hinzufügen. Und dann haben wir ein starres Gebilde. Verstehen Sie? Also wir sagen nicht, wir gehen mit dem Ding flexibel um und sagen einfach, das ist Quatsch, das ist einfach eine Technologie, die mit Routinen zu tun hat, das ist eine schnellere Programmschleife, um es mal ganz einfach zu sagen, ja, aber es ist nichts, was man überhöhen sollte, ja. Das macht man ja nur aus Marketinggründen, da wird man sagen, Kinder, die nächste Killer-App ist hier. Wir haben sie endlich. Ja? Ja? Die Smartwatch funktioniert nicht so toll, aber jetzt kommt mal richtig Fahrt rein. Ja? Also da ist viel Theater dabei. Und man darf sozusagen jetzt nicht mit der moralischen Überhöhung drauf reagieren. Umgekehrt, glaube ich, ist es ganz, ganz entscheidend, dass man Fragen ernst nimmt, die zum Beispiel sagen, entscheidet die Maschine über Leben oder Tod? Da haben wir ja gerade wieder beim Auto diese Diskussion, die ganz wesentlich ist. Also wer entscheidet darüber, ob der Insasse geschützt wird oder ob sozusagen ein Fußgänger, Radfahrer, ein Kind oder auch ein Tier geschützt wird. Ja? Also das sind natürlich Kriterien, die waren ein bisschen einfach kein Thema, weil man es technisch nicht machen konnte. Ja? Und auch hier hilft im Grunde genommen helfen Fundamentalentscheidungen, die aber nicht in Stein gemeißelt sind. Weil die Entwicklung schneller sein wird, als wir Gesetze machen können. Ja? Also wir können eigentlich nur an Zutrauen und Vertrauen appellieren der Leute, die da handeln. Und wir müssen sie ein bisschen kontrollieren, das glaube ich schon auch. Aber wir sollten nicht die moralischen Regeln sozusagen konstruieren, die diese Inszenierung noch legitimieren. Herzlichen Dank, Wolf Lotter, für den Vortrag, für die Beantwortung der Frage. Wir setzen fort mit unseren nächsten Gesprächen.